Moin Leute, moinsen, buongiorno. Cool, dass ihr eingeschaltet habt, um mir dabei zuzusehen, wie ich wahrscheinlich den größten Fehler meines Lebens gestehen werde. Und zwar, Leute, kam ich auf die glorreiche Idee, Amazon Restposten zu bestellen. Ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ging ein bisschen nach hinten los. Falls ihr euch gerade fragt, wo sind eigentlich diese Restposten? Let's go. Das ist es. Das, was ihr hinter mir seht, sind Restposten für fast 1000 Euro. Moment mal. Hammer, oder? Das sieht nach ziemlich wertvollem Scheiß aus, würde ich sagen, oder? Danke nochmal an mich für diese geniale Idee. Als erstes muss ich anmerken, es war gar nicht mal so einfach, das ganze Zeug zu bekommen. Ich musste mich erstmal bei restposten.de anmelden und Mitgliedschaft bezahlen. Dann wochenlang immer wieder reingucken, ob irgendwas Interessantes im Angebot ist, weil da gibt es hunderte, tausende von verschiedenen Restposten aus ganz Deutschland. Dann habe ich was gefunden, wo in der Beschreibung stand, Haushalt und Unterhaltung für roundabout 600 Euro plus Versand plus die Steuer drauf, sind wir fast bei 1000 Euro. Das Ganze kam dann mit einem Speditionsunternehmen geliefert auf einer Palette mit einem riesigen Paket, was so groß war wie ich selber. Und da sind nicht wirklich nur Amazon-Restposten drin, sondern alles Mögliche, auch Sachen von Poco, diese Möbelladen. Der Speditionsfahrer war der Geilste. Er fragt mich so: Was hast du da aus Polen bestellt in dieser Menge? Ist das Kokain? Ich so: Ja, schön wär's. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Dann musste ich das Ganze erstmal stückchenweise in meine Wohnung nach oben hochtragen. So viel Sport habe ich schon seit Jahren nicht gemacht, Leute. Und jetzt sind wir hier. Ich werde es auspacken mit euch gemeinsam für euch, denn ihr könnt das ganze Zeugs haben. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haben wollt, falls da überhaupt irgendwas Brauchbares dabei ist. Denn ich habe schon so ein bisschen gesehen, was da für Sachen sind. Ja gut, hab ich gesagt, das sind geile Restposten. Erstmal so ein Paket, was schon aufgemacht ist. Ich habe nichts verändert, es ist so, wie es ankam. Meine Schwester würde sagen, interessant. Sandwichmaker, was ich tatsächlich gebrauchen könnte. Ich habe mir überlegt, mal wieder so ein Sandwich-Video mit Smiley zu machen. Und zwar mit Zutaten, die man sonst niemals reinmachen würde. Ihr könnt eure Vorschläge jetzt in die Kommentare schreiben. Irgendwie sieht das Ganze auch nicht vollständig aus. Irgendwas ist hier abgebrochen auch, ne? Also das hier war eigentlich hier noch dran anscheinend. Das ist eigentlich wichtig, um diesen Verschluss hier benutzen zu können. Das heißt, man kann das nicht wirklich fest zumachen. Man muss dann die ganze Zeit da stehen und drücken. Was gibt's noch? Das seht ihr hier gar nicht an der Seite. Bügelvereinfachungsvorrichtungsinstallation. Der Speditionsfahrer hatte recht. Gute kolumbianische Ware. Zum Glück habe ich auch ein Bügeleisen. Nicht, was ich bei diesen Bügeleisen immer richtig cool fand, ist das hier. Man muss heutzutage auf seine Körperhaltung achten, weil man sehr viel sitzt. Deswegen kann man auch im Stehen arbeiten. Ist nur problematisch, weil ein Bein einfach so verbogen ist, dass das ganze Ding nicht mehr steht, sondern die ganze Zeit umkippen möchte. Diese hier, absolut verbogen. Repariere diese. Was habe ich mir da angetan, Junge? Andererseits hat man für die nächsten Jahre perfekte Geschenke für seine Eltern. Das sind ziemlich praktische Sachen, oder? Schwarze Folie, das muss gut sein. Das ist ziemlich leicht. Das ist es. Also eine Pupperdose für Kuchen oder so. Kann man auf und zu machen. Jetzt hat sich das mehr als gelohnt, oder? Einfach genial. Man kann dadurch sehen, wie flach die Erde ist und so. Dann schauen wir doch, was es hier sonst gibt. Perfekt. Also hier ein komplettes Weihnachtsmann-Kostüm. Das Ganze habe ich erst im Januar bestellt. Ah, zum Glück ist es auch meine Größe. Zweimal könnte ich reinpassen, diese Hose. Da stand Unterhaltung und Haushalt. Was hat Weihnachtsmann mit Unterhaltung zu tun? Wenigstens habe ich jetzt einen authentischen Bart. Zum Glück gibt es hier noch ein zweites Weihnachtsmann-Kostüm. Bald ist doch Weihnachten, oder? Ey, ich bin nicht sauer. Leuchtende Zuckerstangen. Die Verpackung ist zum Glück auch nicht beschädigt. Also eine Seite sieht so aus, der andere so. Hält 6 Stunden, wenn es an ist und 18 Stunden, wenn es aus ist. Wieso verbraucht das Strom, wenn es aus ist? Fanheater. Ah, ich weiß, wer das gebrauchen könnte. Und zwar hat Smiley letztens seinen Streamingraum eingerichtet. Und das ist so ein separater Raum außerhalb seiner Wohnung. Super, super kalt. Er hat da so ein Ding stehen gehabt. Ich sehe, da sind noch mehr davon. Jackpot. Ich habe Restposten bestellt, damit Smiley nicht friert im Winter während der Stream. Bester Freund, würde ich sagen, oder? F steht für Freunde, die was unternehmen. Guck mal, hier ist der Hund von meiner Oma. Oh, wie süß. Kann man den essen? Nee. Ich filme gerade dieses Restposten-Video, gell? Da sind ein paar coole Sachen dabei bis jetzt. Aber etwas für dich. Etwas, was dich freuen könnte. Und zwar, du hast doch so ein Ding, oder? Ich brauch so ein Ding auch noch. Also, davon gibt es ganze 3 Stück. Nimmst du? Preis. 3 Stück Runde. Und vorher dann, okay, Preis steht. Dieser war eine gute Entscheidung, das zu bestellen? Ja, sehr gut. Perfekt, danke. Mach's gut, ne? Ja, hau rein, ne? Tschö. Ja, ich glaube, der hat sich gefreut. Viel zu gutes Zeug. Oh mein Gott. Bestell dich auf jeden Fall auch Restposten-Sachen.
noch zwei weitere Sandwich Makers. Hoffentlich dieses Mal nicht kaputt. Das Sandwich-Video wird auf jeden Fall kommen. Was ist das hier schon wieder? Perfekt. Noch so eine kaputte Tupper-Dose. Vielleicht ist es auch so ein, wie nennt man das? So ein Hundekäfig für so Flat-Hunde. Oh, so ein Feini. Das ist, glaube ich, cool. Das ist cool. Das ist cool. Cornflakes-Spender. Bada boom. Oba. Dann hast du so einen Spender hier. Dann drehst du so und die fallen unten raus. Da schaut jemand ganz schön neidisch gerade. Kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Ui, ui, ui. Ist noch funktionssüchtig. Ist noch okay. Als nächstes haben wir ein Waffeleisen. Heißt es Waffeleisen? Waffelmaker. Hier unten ist auch schon reingeguckt worden, glaube ich. Moin, moin. Oh, das sieht cool aus. Michelino, das ist doch die Reifenmarke, oder? Übrigens, was habt ihr als letztes bei Amazon bestellt? Ich bestelle ziemlich vieles für Videos, aber manchmal auch privat. Mich würde es aber interessieren, was ihr als letztes euch gegönnt habt. Was haben wir hier? Zwei Weihnachtskugeln. Hier kann man sein Foto reintun. Dann kann man das dadurch verschönern. In meinem Fall wäre es eher eine Verhässlichung. Ich würde dann so ein Weihnachtspaket machen, weil das alles einzeln zu verschicken wird ein bisschen versandsmäßig teuer. Ich habe schon genug Geld für dieses Video ausgegeben. Hoffentlich toleriert ihr das. Oh mein Gott. Das ist absolut krass. Eine Teekanne. Da kann man Teelicht reinmachen. Hier drunter tun. Wenn Strom nicht da ist, weil Blackout bald, ihr habt bestimmt mitbekommen, kann man trotzdem Tee machen. Coole Sache oder Oma-Sache? Ich sage cool, weil Tee macht vital und du musst alle 10 Minuten aufs Klo und das ist vital. Noch zwei weitere Teekannen. Ich kann einen Teeladen aufmachen mit Kerzen. Es ist was drin. Kekse oder so? Die ist auch zum Glück gar nicht verformt hier an der Seite. Ach so, eine weitere hässliche Dose. Okay, das geht die ganze Zeit so weiter. Also eine Dosenmatrioschka. Lieben wir. Davon habe ich 3 Stück, beziehungsweise je nachdem wie viele jeweils noch drin sind. Das kommt auch auf die Weihnachtsecke. Ha, lief doch gut bis jetzt, oder? Das ist aber wow. Und zwar ein komplett auseinandergenommener Brotkasten. Also ganz ehrlich, Leute, wer benutzt einen Brotkasten? Ich kenne keinen einzigen Mensch auf der Welt, der einen Brotkasten benutzt. Ich möchte niemanden diskriminieren. Aber das ist eine absolut unnötige Sache, oder? Wo leben wir? 1960? Das ist eindeutig ein Geschenk für die Eltern. Einfach ein Brotkasten. Nicht so klar, dass das Restposten sind, weil das niemand kauft, Mann. Unnötig. Ja, dann machen wir doch ein bisschen schnell Durchlauf, damit das Video nicht ewig lang wird, weil ich glaube, was Besseres kommt nicht mehr. Hier haben wir schon wieder die Weihnachtsecke. 3 kleinere und 2 größere Leuchtsterne. In weiß, in rot für irgendwelche satanischen Feste und Rituale. Also für Weihnachtsfanatiker wäre das auf jeden Fall ein geiles Restpostenpaket. Wie viel Wert habe ich bis jetzt rausgeholt? Läuft gut, läuft gut. Ich dachte, das wird alles so eine Mystery-Box-artige Geschichte mit coolen Sachen, Unterhaltung. Ich fühle mich nicht unterhalten. Oh mein Gott, ein Zimmerbrunnen. Der Boden ist kaputt, hier fehlt eine Ecke. Aber ist ein cooler Brunnen auf jeden Fall. Ich sehe schon das Wasser drinnen plätschern und kleine Goldfischchen hin und her springen. Das ist Sperrmüll, Leute. Ich glaube, das ist das Beste bis jetzt. Raclette. Beziehungsweise euer Raclette vielleicht, weil ich finde Raclette nicht nice. Schon nice, ist eine coole Experience und so. Aber das Ganze am nächsten Tag zu putzen, Und als Nicht-Fleischesser ist es ziemlich unpraktisch, weil das wird ja meistens zum Fleisch anbraten benutzt. Und diese Mini-Pfändchen mit 2 Milligramm Essen drinnen, wo man 30 Minuten für warten muss, das sehe ich nicht ein. Ich weiß nur, damals im Haus haben wir ziemlich oft Raclette gemacht und zwar 2-mal im Jahr. Überall Mathematik, ey. Ich war immer dieser skeptische Typ. Wenn Rob gesagt hat, machen wir Raclette demnächst? Ich so, ja, ist cool, aber wer putzt das danach? Ja, wir machen das alles zusammen. 3 Tage später, alles liegt noch da. Arschgeile Erfahrung auf jeden Fall, dass du putzen. Leute, ich fühle mich absolut veräppelt. Das wäre eher sowas für meine Mom, glaube ich. Ein hässlicher Elch. Eine noch hässlichere Kuh oder ein Elch ohne Geweih. Ach so, weil das Geweih ist hier reingefallen. Das Geweih ist wieder am Start. Junge, was ist das? Ja, wir kommen langsam zu den großen Sachen. Was ist denn das hier? Oh, wow. Ein Wäscheständer. Brauche ich tatsächlich hier, weil ich habe noch eins aus dem Haus und das ist schon halb kaputt. Da fehlen ein paar von diesen Zwischendingern. Das bleibt hier, ne? Cool. 2 weitere Sandwich Makers. Jetzt habe ich 5 Stück davon. 2 behalte ich für Videos. 3 könnt ihr haben. Also 2,5. Ein halb kaputtes und 2 volle. Das halb kaputte geht an euch. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Dann könnt ihr gerne schätzen, was das Ganze bis jetzt an Wert hatte. Ich glaube, wir sind unter dem, was ich ausgegeben habe. Obwohl es eigentlich heißt, du kriegst das doppelte an Warenwert raus. Nur der Charakter zählt.
Aber ist doch voll die Verarsche, dass die Preise erstmal ohne Steuern angegeben werden, ohne Lieferkosten und erst am Ende siehst du, dass du fast das Doppelte zahlst und am Ende wahrscheinlich gar nichts wieder rausholst. Ziemlich cooles Geschäftskonzept. Ich glaube, ich eröffne auch Restposten. Ja, hier haben wir ein weiteres Bügelbrett. Das schenke ich Smiley, weil er hat auch kein Bügeleisen. Jetzt kommen die interessanten Sachen und zwar, was die Lieferung aber nicht ganz überlebt hat. Also ich habe das nicht vorher aufgemacht, das kam schon so. Ein kaputter Wäscheständer. Das vervollständigt meine Wäscheständersammlung. Es ist das Coolste, was ich jemals gekauft habe. Digga, will er mich. Jetzt bleibt nur noch die Frage, sind hier überall Wäscheständer oder was soll ich drüber denken? Ein weiteres Bügelbrett, das habe ich hier jetzt nicht erwartet. Was haben wir hier? Wahrscheinlich kein Bügelbrett dieses Mal. Das könnte was anderes sein. Was ist denn das hier? Beschissenes Bügelbrett. Ich muss entspannt bleiben. Negative Wipes go away. Wusa. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich glaube, dieser LKW aus Polen hat Elfenland überfallen. Irgendwelche Kinder hätten sich bestimmt gefreut, an Weihnachten das ganze Zeug zu haben. Jetzt habe ich das hier. Ich habe schlechtes Gewissen, Leute. Oh, das ist aber interessant hier. Irgendwelche unnötigen Perlen für Deko oder so. Ne, das kann man dann in so eine Vase reintun und sich den ganzen Tag angucken und sich vorstellen, als ob das echte Kristalle sind. Das ist echt gute Ausbeute, was sagt ihr? Allerletzte Paket, was ich noch habe, das könnte was Cooles sein. Weil das sieht anders aus als alles andere bis jetzt. Geschenkpapier. Aber ganz ehrlich, das könnte man tatsächlich gebrauchen. Ich schenke zwar nie irgendwas an irgendjemand, aber ich gebe das den Leuten, die mir was schenken sollen, damit sie das wenigstens schön verpacken. Und weil ihr dachtet, das ist alles, einen halben künstlichen Weihnachtsbaum. Also ich glaube nicht, dass man aus diesen zwei Sachen einen Weihnachtsbaum zusammenbasteln kann. Nochmal dreimal Wäscheständer da hinten, falls ihr euch gefragt habt, jo, wieso macht ihr das nicht auf? Das war's schon. Dafür habe ich fast 1000 Euro ausgegeben. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ich fühle mich, wie gesagt, absolut verarscht. Natürlich ist auch mein eigener Fehler. Ich hätte das auch lassen können. Ich habe halt gehofft, dass da wirklich coole Multimedia-Produkte kommen. Haushaltsgeräte, sowas wie Staubsauger oder so. Etwas, was man wirklich gebrauchen kann. Das ist halt die Erfahrung, wenn man Restposten bestellt. Falls ihr euch überlegt habt, sowas euch mal zu holen, lohnt sich eventuell gar nicht. Vielleicht hat man mal Glück, vielleicht hat man mal weniger Glück. Für Leute, die Dinge weiterverkaufen, könnte das wirklich Sinn machen, sowas zu bestellen und das teure zu verkaufen. Ich habe halt gehofft, dass da wirklich coole Sachen drin sind, was offensichtlich nicht der Fall war. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haben wollt und euren Instagram-Namen dazu, damit ich euch anschreiben kann und euch ein paar dieser Sachen zuschicken kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hatte definitiv unnormal viel Spaß. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes bestellen soll und ausprobieren soll. Der gefährlichste Weihnachtsmann der Welt. Ich würde mich auf jeden Fall unnormal unterstützen, wenn ihr ein Abo da lasst. Übrigens kostenlos, dann verpasst ihr nie wieder ein Video von mir. Wenn ihr vor allem auf die Glocke klickt, noch besser. Checkt die Videos aus, die ich eingeblendet habe. Sind, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bleibt ihr aber schön, gesund und gut drauf. Tschüss!